Hallo meine lieben Freunde, heute zeige ich euch, wie man eine Mod auf dem Handy Android für Minecraft Pocket Edition erstellen kann. Und zwar braucht man folgende Apps dafür. Zum einen Droid Edit, ist egal welche Version, die Pro oder die normale. Dann IsoPix oder ein anderes Pixelprogramm. Und dann Block Launcher oder MCPE Master. Ich benutze Block Launcher, weil ich es einfacher finde. Und dann ist noch zu empfehlen halt irgendein Dateimanager, womit ihr eure Dateien dann später ein Texture Pack dazu erstellen könnt. Oder ja, halt andere Sachen. Auf jeden Fall ist es halt wichtig. Ja, dann legen wir gleich los. Und zwar öffnen wir Droid Edit. Ich habe die normale Version, weil ich zu faul bin, mir und mein Geld nicht zum Fenster rauswerfen möchte, habe ich die normale Version. Ja. Und dann machen wir gleich mal die Mod. Fangen wir an. Ich bin in Droid Edit. Und dann müssen wir es gleich mal speichern unter. Lokal. Ich mach's. Nein, nicht hier. Das seht ihr gleich mal, dass ich fleißig am Mods erstellen bin. Wir machen es einfach mal da rein. Und dann unter Tutorial. Und ganz wichtig, .js. JS zeigt an, dass es ein JavaScript ist. Ansonsten erkennt Block Launcher oder MCPE Master es nicht als JavaScript und dann funktioniert es auch nicht. Erstellen. Ja, und dann würde ich vorschlagen, fangen wir gleich an mit einem Item. Und zwar braucht man dafür Mod pi.setItem. SetItem. Klammer auf, da kommt jetzt die die ID rein, die ID eures neuen Items. Ich würde vorschlagen, wir nehmen, sie darf nicht zu niedrig sein, auch nicht zu hoch. Ich würde vorschlagen, dass es nicht in die Quere kommt. Machen wir einfach mal 800. Jetzt kommt die Textur. Machen wir mal ein Arrow. Also die anderen Tutorial Maker, ne, die machen immer von, was machen die? Blaze Powder machen die immer. Wir nehmen jetzt mal ein Arrow. Der Index von Arrow ist 0. Ja, dann kommt der Name unseres Items. Machen wir Tutorial Item. Dann machen wir noch Paragraph 4 davor. Das ist eine Farbe. Also Paragraph zeigt immer die Farbe an. Die Nummer ist, also 4 ist rot. Ich möchte es halt rot haben. 0 ist schwarz. Blau, also so dunkelblau ist 1, 2 ist, glaub, dunkelgrün. Dann 3 ist so türkis, ja. E ist auf jeden Fall gelb, das benutze ich immer. ja, mehr weiß ich nicht, tut mir leid. Dann dahinter kommt auf jeden Fall, also wir haben es jetzt erstellt. Müsste schon funktionieren. Dann kommt noch so ein, eine 1 davor, weil wir wollen, dass es nur stapelt. Machen wir 16. Also das zeigt an, ob das gestapelt werden kann oder nicht. Und dann Klammer zu und ein Semikolon. Ja, speichern wir. Aber jetzt mache ich noch was dazu. Und zwar Player
Punkt Add Item Creative Inventory. Und jetzt brauchen wir die 800,1,0. Und jetzt noch Item Punkt Set Set Item Klammer auf 800 Komma Item Ich glaube, so heißt es. Ich bin mir nicht mehr sicher. Und dann tun wir das zu den Werkzeugen. Tools, ja, das muss Tools sein. Oder nur Tool, keine Ahnung. Wird schon geklappt haben, dann speichern wir nochmal. Und dann gehen wir in den Block Launcher. Dann gehen wir auf Verwalte Mod PE Scripts und importieren den Script dann. Okay. Dann war es was anderes. Ich schaue den kurz nach und dann sehen wir uns wieder. Okay, Leute, ich habe es nochmal nachgeschaut. Es heißt nur Set Category. Und jetzt speichern wir nochmal und tun es nochmal importieren. Und schon funktioniert's. Und jetzt gehen wir in eine neue Welt. Die nennen wir. Übrigens, hier kann man auch diese Farbe auswählen. Schreiben wir hier Modding Tut. Und dann ist das nämlich auch rot. Ja, dann machen wir halt irgendeine Welt. Okay, und jetzt schauen wir nach bei den Tools. Ist unser Tutorial-Item. Yeah. Okay, dann geht's auch schon weiter. Weil jetzt zeige ich euch auch noch. Also später fügen wir auch noch eine Textur hinzu. Das will ich aber in einem Atem zeigen. Jetzt zeige ich noch gleich, wie. Was ist das? Das sieht nice aus. Okay. Dann jetzt zeige ich euch auch gleich noch, wie man Blöcke macht. Dafür gehen wir wieder raus. Tun diese Mod schnell wieder löschen. Und gehen dann hier rein. Und zwar macht man das folgendermaßen. Man macht block.define block. Klammer auf, das muss jetzt unter 255 liegen, glaube ich. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Aber wir nehmen einfach mal 250 und das funktioniert, da bin ich mir sicher. Dann als nächstes kommt wieder die Textur. Dann nehmen wir einfach einen Gold Block. Die Texturindex 0. Doch, so ist es. Glaube ich schon. Wenn nicht, dann mache ich wieder kurz Stopp. Ich hatte vorhin nämlich einen Zettel, wo ich mir alles haarklein notiert hatte. Den habe ich aber leider verloren.
Tut mir leid. Deswegen muss ich jetzt manchmal kurz unterbrechen. Oh, ich habe nicht mehr viel Speicher. Tut mir leid, Leute, ich muss jetzt leider aufhören. Ich habe nicht mehr viel Speicher. Nein, natürlich nicht. Da kommt jetzt dann der Name hin. Den nennen wir Tutorial Blog 1. Natürlich wieder mit unserem schönen Paragraphen 4. Dann wieder zu und Klammer zu Strichpunkt. Bin mir nicht sicher, ob es funktioniert. Was machen wir da? Label.addItem. Ich könnte es natürlich auch kopieren, aber dann würdet ihr nichts lernen, ne? Und so könnt ihr es euch nochmal anschauen und es dann sehr gut lernen dabei. Übrigens, da wird jetzt AddItemInventory, obwohl es ja eigentlich ein Blog ist. Also gut aufpassen, ne? Nicht Item, Adblock Creative Inventar, das wäre das falsch. Das funktioniert nicht. Und hier auch Item, nicht Item und auch nicht Block. Item. Also, Set Kategorie. Klammer auf. 250, Item Punkt Tool. Es gibt auch noch Decoration. Was gibt es noch? Weapon gibt es, glaube ich, auch noch. Internal, obwohl ich nicht weiß, was das heißt. Ich glaube mal, das ist. Entweder ist es sind es die Redstone-Sachen oder es sind die Blöcke. Bin ich mir nicht ganz sicher. Ja, und. Gut, dann. Ob es funktioniert hat, ihr wisst ja, wenn nicht. Dann mache ich wieder kurz eine Pause und.